Hallo, ich grüße euch. Martin hier. Ich möchte mit meiner Webinarreihe fortführen. Am 27.11.2018 um 20 Uhr Optionen, Grundlagen mit praktischen Beispielen und Übungen. Und wie schon bereits erwähnt, möchte ich jetzt hier nicht, sage ich mal, das Rad neu erfinden. Es gibt sehr viel Information natürlich im Internet bezüglich Optionen. Der Sinn jetzt meines Webinars soll darin bestehen, dass man die Sachen, die man im Internet lesen kann oder auch anderweitig vielleicht gehört hat, etwas festigen und eher so in die Praxis reingehen oder anhand der Praxis die Begrifflichkeiten erklären, so dass ihr sagt, Mensch, okay, jetzt habe ich das eine oder andere doch etwas mehr verstanden. Ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, um die Begriffe, wie gesagt, die Griechen, ne? Delta, Gamma und die ganzen anderen Griechen, die es da gibt, in the money, at the money, out of the money, Laufzeit, Strike, Verfall, Ausübung. Im Grunde werden es auch gar nicht mehr Begriffe sein. Das sind für mich einfach die Grundlagen. Wir machen Übungen anhand von konkreten Instrumenten, Aktien, ETFs, Futures, Indizes. Vor allem eine lange Fragerunde. Und nach dem Webinar sollst du ein grundlegendes und besseres Verständnis über Optionen erhalten. Und du solltest oder du kannst dann mit den wichtigsten Begriffen etwas anfangen. Und selbstständig in deinem Training, in deiner Trainingplattform die erlernten Inhalte vertiefen. In der Form. So habe ich das auch. Das ist auch jetzt hier schon zu Ende. Ich mache euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier Amazon. Oder machen wir den ES. Das ist der S&P Mini. Und da oben sehen wir den Future. Und hier, wie gesagt, haben wir die Optionsketten. Wie gesagt, wir haben hier die Call-Seite, die Put-Seite. Dann haben wir zum Beispiel die Griechen Delta, Gamma, Vega, Theta. Ja, da gibt es noch Rho, aber das ist für uns jetzt erstmal uninteressant. Ich werde auch erklären, was jetzt hier die Open Interest sind, was das Volumen in der Form ist, hier Bid- und Ask-Preise, dann die verschiedenen Laufzeiten. Ne? So, das heißt, wir werden hier sehr praxisnah zum Beispiel auch Delta-Übungen machen. Das heißt, wenn, oder besser gesagt, wie man Delta noch anders interpretieren kann. Oft ist es ja immer ja, wie soll ich sagen, das Risiko oder die Chance, ob eine Option ins Geld läuft oder nicht. Man kann das aber auch ganz anders betrachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier ein Delta, sage ich mal, 0,5 kaufe, also ich kaufe hier diesen Call bei 2645. Ne? Oder man hatte doch die Aktien, Entschuldigung, es ist einfacher. Da habe ich gerade ein Beispiel rausgepickt, wo es nicht geht. Das machen wir doch mal bei, sind wir doch mal, wir doch mal bei Amazon. Kursnotierungsfenster, da sind wir wieder bei 58. Da geht die Luzi ab. Den letzten Tagen hier bei Amazon. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Option kaufe, den 1460er Call, ja, dann klicke ich hier drauf, zahle ich diesen Preis X und habe jetzt ein Delta von 0,515 gekauft. Anders ausgedrückt, ich bin jetzt eigentlich auch nur 51 Aktien long. Ja, das bedeutet nämlich, dass das Delta multipliziert mal 100, weil eine Option sich eben auf 100 Aktien bezieht, heißt es auf Deutsch, ich bin 51 Aktien long. Und je mehr Amazon ins Geld läuft, also sprich der Preis steigt, desto mehr long bin ich, ja, sozusagen. Mehr Aktien long bin ich. Warum? Naja, am Schluss bei Verfall, ne, dann gibt es entweder nur ein hohes Delta oder ein kleines Delta, besser gesagt, gar kein Delta. Und diesen ganzen Mechanismen
erkläre ich euch. Das sind sehr wichtig zu wissen, denn dieses Prinzip, ne, dieses Delta-Gamma-Prinzip, ist ein wesentlicher treibender Faktor in den Märkten. Denn wir haben fast jeden Tag, jeden Freitag und auch beim ES jeden Abend eigentlich einen Optionsverfall. Und das Resultat, ne, vieler Handelsaktivitäten ist sozusagen, ja, oder umgekehrt, wie kann ich das ausdrücken? Die Positionierung, die Optionen wurden schon im Vorfeld getätigt und die Marktteilnehmer müssen sozusagen beim Verfall, wenn sie ihre Position hedgen wollen, sage ich mal, entsprechende, ja, Käufe und Verkäufe tätigen. So, das heißt, man kann es eigentlich fast schon philosophisch ausdrücken, dass Delta und Gamma nahezu die Märkte beherrscht. Ja, das ist so, 1000%ig so. Und wenn er diese Prinzipien natürlich kennt, ist das natürlich euer Mehrwert und Vorteil. Egal, was ihr tradet, egal, ob ihr Investoren seid, egal, völlig egal. Ne? Denkt mal, das wird sicherlich eine spannende Kiste. Ich wünsche euch einen schönen Abend.